Kadenza, erzähl mir mal, wie ist dir die Idee zu so einem tollen Projekt gekommen? Danke. Zuerst danke, uns hier zu haben. Die Idee kam, die Inspiration kam, wenn ich eigentlich ein Paar im U-Bahn gesehen habe, die sehr, also sehr mit viel Leidenschaft in Gebärdensprache gesprochen haben. Und ich hatte davor schon Leute in Gebärdensprache gesehen, aber ich war in dieser Zeit beim Brainstorming für einen Dokumentarfilm und das hat ein bisschen einen Klick gemacht. Und es war so schön und wie ein Tanz für mich. Die Inspiration war dadurch gekommen und ich hatte danach durch Recherche Cassandra und ihre Arbeit gefunden. Magst du mir ein bisschen was zu Cassandra erzählen, Cassandra Wedel? Sie ist so talentiert. Sie hat mich, also durch ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit und sie hat im Prozess von diesem Film meine Sicht, Ansicht auf Musik und Ton total geändert. Und also ich komme von einer Familie, sehr ganz musikalische Familie, wo viele von uns professionelle Musiker sind. Und deswegen ist Musik sehr wichtig, hat ein großes Teil mein Leben. Und also ich hatte bis jetzt, also bis ich diesen Film gemacht hatte, eine sehr klassische Perspektive auf Musik. Und sie hat sie hat eine sehr freie Gedanke und sehr freie Weise zu arbeiten und mit Kunst und ihre Kunst zu experimentieren und immer weiterzukommen. Und das ist für mich was eine der größten Teile von ihr. Das würde mich auch gleich dazu bringen, auf den Komponisten einzugehen. Max, im normalen Film schreibt man ja Musik und wenn man einen Tanzfilm macht und man hat eine Tänzerin, die diese Musik interpretiert. Jetzt ist es ja bei euch ja ganz anders, weil die Cassandra nimmt die Geräusche oder die nimmt etwas wahr und übersetzt es in einen Tanz und dann kommt es bei eurem Projekt auch dazu, dass ihr dann ihren Tanz wieder in Musik übersetzt. Magst du mir ein bisschen an eure Herangehensweise erzählen, wie das war für dich selbst? Also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Die Herangehensweise war denkbar simpel und somit auch für alle Beteiligten zum Glück auch gut nachvollziehbar. Die Herangehensweise ist, dass Cassandra kreiert aus verschiedenen Impulsen, wie du gerade sagtest, aus äußeren Einflüssen, aber eben auch aus Gedanken, aus inneren Konflikten, aus Erinnerungen, ihre eigene Musik, die man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen kann wie ein Ohrwurm, der ein bisschen im Kopf herumschwirrt. Und diese innere Musik bringt sie zum Tanz und performt sie mit voller Hingabe, wie man im Film sehen kann. Und die Idee von uns war, diese innere Musik, diesen Ohrwurm, dem ein bisschen auf die Schliche zu kommen, zu schauen, was ist eigentlich ihr Beweggrund für diese Bewegung, für diese Performance, worum geht es eigentlich? Und das eben als Experiment zu betrachten und zu schauen, haben wir nur Musik, Müll, Krach oder haben wir wirklich Musik, die auch noch für eine Filmmusikkomposition taugt, also mit der man auch wirklich etwas transportieren kann, was ohne dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Und es scheint mir, es ist gelungen. Ja, ich würde noch, Anna-Maria, du warst ja für, bist sozusagen mehr so eine Rolle der Produktion und auch für dieses ganze Tanzprojekt verantwortlich oder mitverantwortlich. Magst du mir ein bisschen auch erzählen, wie ihr das ganze Setting aufgebaut habt und wie die Arbeit mit Cassandra war?
Ja, klar. Also die Arbeit war natürlich erstmal anders, als man im klassischen produktionellen Sinne gewohnt ist, weil ich halt, glaube ich, gerade am Anfang die Kommunikation erstmal schleppend verlief, man kannte sich nicht, man musste sich erstmal annähern und man war immer in einer natürlich ein bisschen wartenden Position, weil man nicht einfach zum Hörer greifen kann und sagen, hallo Cassandra, lass uns mal uns über das Projekt unterhalten, sondern ja, auf den schriftlichen Weg angewiesen war. Aber das hat dann mit einer nach einer bestimmten Zeit dann sehr gut funktioniert und das war dann direkt beim Dreh auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehme Atmosphäre, ein sehr angenehmes Arbeiten auf jeden Fall. Und ja, wie Max eben schon sagte, letztendlich das Tanzprojekt war ja ein Versuch. Also es hätte genauso gut schiefgehen können, dass letztendlich die MusikerInnen, die man im Film sieht, kannten sich alle nicht. Die kannten alle Max, aber sie haben sich selbst erst am Drehort zum ersten Mal kennengelernt. Sie kannten Cassandra nicht. Cassandra kannte niemanden von uns. Und dass am Ende so ein Projekt, sowas, was wirklich berührt, wirklich dabei rauskommt, das war eine 50-50-Chance. Und umso schöner ist es, dass es letztendlich Film- und Tanzprojekt und auch die Arbeit zwischen den MusikerInnen, zwischen Cassandra und uns, dem Filmteam, so perfekt funktioniert hat und Hand in Hand gegangen ist. Ja, wunderbar. Candenza hat ja schon erzählt, dass sie, dass ihre eigene Einstellung zu Musik und zu der Welt durch die Arbeit mit Cassandra sich geändert hat. Wie war es denn bei dir? Und dann auch die Frage dann auch an Max. Wie hat sich denn eure Wahrnehmung dieser Welt verändert durch diese Annäherung? Also auf jeden Fall finde ich sehr drastisch bei mir. Ich hatte vorher, gebe ich ehrlich zu, nicht sehr viel mit Musik am Hut, wie jetzt zum Beispiel Cadenza. Ich habe zwar Klavier gespielt, aber habe jetzt nicht wirklich einen musikalischen Background. Und was mir besonders oder eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist, man hört ja im Film auch Cassandra reden. Also man kann sich perfekt mit ihr unterhalten. Sie kann Lippen lesen, also versteht, wenn man jetzt nicht gerade während Corona-Zeit eine Maske trägt, sondern wenn man sich direkt gegenüber sitzt, versteht sie, was man sagt und antwortet darauf. Also es ist eine, ich sage jetzt mal, auch wie im klassischen Sinne, herkömmliche Kommunikation ist möglich. Aber es ist unfassbar spannend zu sehen, wie sie einen dabei beobachtet, was sie alles wahrnimmt, jede Stimmung, jede Schwingung, den gesamten Körper, die ganze Körpersprache, Mimik und Gestik. Und mir ist es aufgefallen, dass ich, wenn ich mit ihr rede, muss ich natürlich darauf achten oder kann nicht weiterreden, wenn ich merke, dass sie mich nicht anschaut. Weil dadurch, dass sie nicht hört, kann sie mich ja nur verstehen, wenn sie mich anschaut. Und ich habe in den Tagen danach auch bei anderen Menschen sehr darauf geachtet, dass ich nur gesprochen habe, wenn sie mich anschauen, wenn sie mir wirklich die volle Aufmerksamkeit schenken. Und habe automatisch, wenn andere Menschen weggeguckt haben, auch aufgehört zu sprechen. Was teilweise für sehr viel Verwunderung im ersten Augenblick gesorgt hat, wo ich dann gesagt habe, ja, uns Ton, Sprache, Musik, etwas so Alltägliches, was wir gar nicht wahrnehmen und was wir vielleicht auch manchmal gar nicht wertschätzen. Und das, diese Wahrnehmung hat sich bei mir auf jeden Fall geändert durch das Projekt. Vielen Dank. Und Max, wie ist es bei dir? Bei mir hat sich einiges geöffnet, und unter anderem, dass ich im ganzen Projekt total beeindruckt war, wie mit welcher Energie Cassandra nach vorne geht und eigentlich somit keinen Platz lässt für Widerstände oder für du solltest das vielleicht nicht machen oder du kannst das nicht oder irgendwas, weil geht direkt nach vorne und schafft somit völlig neue Räume für Kreativität. Sie hat im Prinzip einen Filmscore in einem Team geschaffen als Gehörlose und ich bin davon wahnsinnig beeindruckt, dass das geht. Und vor allem sind eben solche Situationen, solche Konstellationen für mich total inspirierend, weil eben Dinge passieren, die sonst gar nicht möglich wären, wo man noch fünfmal die alle Tonleitern umdrehen kann, aber das wäre nicht dabei passiert. Und abschließend war ich sehr davon fasziniert, wie viel sie eigentlich hört und wie viel mehr Cassandra im Austausch haben wir darüber gesprochen. Und so stelle ich es mir zumindest vor, wie viel mehr sie eigentlich hört, als
ich als Hörender, weil sie eben sehr viel mit ihrer Fantasie eben auch gestaltet. Und das hat mich irgendwie auch sehr optimistisch gemacht, wie viel da eigentlich geht. So. Ach, vielen Dank. Wie gesagt, das ist wirklich ein auch ein Erlebnis, der einen sehr zum Nachdenken und wie man die Wahl nimmt, wie man hört und was es bedeutet. Dafür möchte ich euch sehr danken und möchte Cadenza noch zum Abschluss noch mal sagen, ja, du hast es ja schon kurz angesprochen, wie war es denn da für dich noch? Was nimmst du mit für neue Projekte aus dieser Erfahrung? Ist das vielleicht erst der Anfang? Ja, genau, vielleicht ist das Anfang und ich glaube, ich nehme nicht mit, nicht nur für andere nächste Projekte, aber vielleicht für ins Leben, dass es gibt Sachen, also wie es hat betont, wie unterschiedlich jede Perspektive, jede Erlebnis von Leben ist, wie dieses Thema von Musik und Sound-Wahrnehmung unterschiedlich ist und es gibt eine total andere Welt von Musik, das ich vielleicht nie verstehen werde, aber einfach diese darüber zu denken und zu akzeptieren und versuchen zu vorstellen, mich zu vorstellen, ist schon ein Fortschritt und dieser logisch und diese Philosophie in andere Sachen ins Leben zu nehmen und ja, alles ein Neues mit mehr Toleranz und wahrzunehmen. Gut, vielen Dank. Dann, liebe Cadenza, Anna-Maria, Max, ich wünsche euch eine tolle Weltpremiere auf dem Filmfestival Max Ophüls. Es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.